Hallihallo, Hallöchen, meine lieben Freunde. Ich bin Darian LP und ich begrüße euch zurück zu KongCraft. Ja, in der heutigen Episode möchte ich mit euch etwas für unsere XP machen. Ich war vorhin unterwegs, wollte ein bisschen Sand sammeln für Herstellung von Glas. Und dabei bin ich über etwas ganz, ganz Tolles gestolpert. Und zwar, haha. Na, wer errät's? Könnt ihr? Da! Ein Spawner! Ich habe einen Skelett-Spawner entdeckt. Und den wollen wir uns heute ausbauen. Damit wir während unserer Arbeit nicht gestört werden, habe ich mir hier eine kleine Bruchsteinmauer gezogen. Ist natürlich im Prinzip nicht notwendig, aber ja, sicher ist sicher. Ich habe keine Lust, hier jetzt dann irgendwie unterbrochen zu werden. Jetzt muss ich gucken, wichtig ist, wir brauchen vom Spawner aus in jede Richtung 4 Blöcke. Das heißt, hier haben wir 3, hier haben wir 3, hier haben wir 3, wenn ich die hier rechne. Und hier haben wir 2. Das heißt, auf dieser Seite hier nehmen wir eine Reihe weg. Wir haben jetzt in jede Richtung 4 Blöcke Platz. Wer sich an sowas hier stört, weiß, ja, optisch jetzt nicht reinpasst, weil es nicht so schön ist, der kann es natürlich rauskloppen und Steine seiner Wahl reinsetzen. Ich nehme die Kohle jetzt einfach mit, weil ich sie gut gebrauchen kann. So. Und nachdem ich gerade, ja, das dachte ich mir, ich keinen Platz mehr habe, habe mir ja zum Glück einige Kisten mitgenommen. So, ich packe jetzt einfach mal rein, was ich so nicht brauche. Ich weiß gar nicht, warum ich das dabei habe. So. Auf jeden Fall mache ich dann hier mal zu. Ich mache das jetzt hier mit Bruchstein, weil ich davon einfach mehr habe. Beziehungsweise werde ich nur das nicht Sichtbare damit zumachen. Und den Abschluss machen wir dann mit Stein. So. Wunderbar. Dann geht es jetzt weiter. Und zwar, wie gesagt, in jede Richtung haben wir jetzt 4 Blöcke Platz gemacht. Jetzt brauchen wir nach oben 4 Blöcke Platz. Wer sich jetzt ein bisschen schwer tut hier mit dem Abschätzen oder Rechnen, der kann Blöcke dafür nehmen. Ganz wichtig, ihr müsst immer vom Spawner ausgehen. Der Spawner ist euer erster Block. Also im Grunde genommen, wir brauchen einen Raum von 9x9 Blöcken. Haben wir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ja, und dann 9. So, das heißt 4 Blöcke nach oben. Wer sich da ein bisschen schwer tut, der macht hier 1, 1, 2, 3. Das heißt, die oberste Schicht muss weg. Wir haben jetzt nach oben hin 4 Blöcke Platz. Wer sich jetzt an sowas hier stört, der könnte das natürlich komplett rausmachen, könnte das durch Stein ersetzen. Aber ganz ehrlich, es ist eigentlich vollkommen egal, weil ihr werdet den Raum am Ende eh nicht mehr sehen. Der wird komplett dicht sein für uns und von daher ist es eigentlich absolut uninteressant. Was jetzt als nächstes drankommt, ist, wir brauchen nach unten hin 3 Blöcke. Also unterhalb vom Spawner nochmal 3 in die Tiefe gehen.
Jetzt sind wir drei Blöcke nach unten. Damit wir hier wieder rauskommen nachher, machen wir hier eine Leiter her. Wobei wir die eigentlich gar nicht brauchen, weil wir uns dann eh gleich den eigentlichen Ausgang in Anführungsstrichen bauen werden. Ja, wie gesagt, wenn jetzt sowas hier stört, der kann das natürlich gerne ersetzen. Mich stört es jetzt nicht. Wir setzen jetzt in jede Ecke einen Wassereimer. So, ihr seht, das Wasser läuft nicht bis hier vor. Nicht das Problem. Warum? Das werde ich euch dann nachher noch zeigen. Was wir jetzt machen, ist hier in der Mitte buddeln wir uns jetzt hier rein. Da muss ich jetzt auf jeden Fall dann... Moment, ich muss dann eh zumachen. So. Genau. Zack, 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 zack. Und dann habe ich gesagt 2, also auf der Höhe. So müsste das jetzt... ja, natürlich möchte ich da aber auch wieder rein. So. Muss ich bloß nochmal schnell überprüfen. Haut es jetzt noch hin. Da ist das vorne. 1, 2, 3, 4. Hey. Spawner. 1, 2, 3. Muss hier noch eins weiter raus. Das haut so schon gerade nicht hin. Dann hier rein, genau. Ich mache das hier mal zu, so. 2 nach innen. Von hier aus jetzt nochmal 2 nach unten. Und dann gehen wir hier rein. Ja, das ist in Ordnung. Das ist eigentlich sogar vollkommen okay. Dann brauchen wir uns nicht extra einen Raum basteln. Ich mache das hier nochmal kurz. Das hier nochmal ganz kurz weg. Weil jetzt zeige ich euch was. Und zwar, wenn wir jetzt diese Blöcke hier entfernen. So, da wo das Wasser draufgelegen war. Und treibt uns das hier rein. So. Geht jetzt bis hierher, das ist natürlich ein Stück zu weit, das wollen wir nicht. Zu diesem Zweck brauche ich jetzt nochmal... Moment, das. Da werden wir uns jetzt nämlich... hoppala, da war ich jetzt ein bisschen fix dabei. Wir werden uns Schilder machen, ich brauche ein Schild. Mir reicht ein einziges Schild. Das Wasser hört hier auf zu fließen. Wir machen uns
hier nochmal drei Blöcke frei. Und da oben ist es. Da brauche ich... Nein, ich habe die Sachen sogar einstecken. Da brauche ich jetzt einmal die Truhen. So. Und so. Und natürlich einen Trichter oder Hopper. Je nachdem. So, der muss natürlich in die Truhe reichen. Wir probieren es aus. Wir schmeißen ein Item. Na. Wir haben zwei reingeschnitten. Ja, heute ist nicht mein Tag. Okay, wir sehen gerade, es hat nicht funktioniert. Dann mache ich das jetzt mal anders. Dann behelfe ich mir so. Wir probieren es nochmal aus. Jetzt ist es drin gelandet. So, sehr gut. So, ja, und im Grunde genommen ist das eigentlich auch schon unsere ganze Farm. Was wir machen müssen, das wäre jetzt hier die Fackeln weg. Macht hier eine Stufe hin. Hat den einzigen Grund... Die Skelette fallen hier runter und sie können euch nicht sehen. Deswegen werden sie euch auch nicht beschießen. Sie werden euch nicht angreifen. Ihr könnt sie in aller Seelenruhe wegkloppen und euch passiert nichts. Also diese Stufe bitte keinesfalls vergessen. Seht ihr? Da ist er schon. Ich muss jetzt bloß noch hier oben zumachen. Und jetzt können wir uns den Spaß gönnen. Was ihr noch machen könnt, habe ich jetzt nicht gemacht, mache ich jetzt mal eben noch. Ihr könnt auf den Trichter noch einen Teppich drauflegen. Der hat den Vorteil, die Items, die die Skelette fallen lassen, die landen trotzdem hier in der Kiste. Aber die Erfahrungspunkte, es kann passieren, dass die Erfahrungspunkte ohne Teppich sich in dem Hopper verfangen, also euch nicht erreichen. Und das kann man mit dem Teppich hier verhindern. Hi. Oh. Und so läuft die Farm jetzt hier schön gemütlich vor sich hin. Ja, und wenn ihr wollt, könnt ihr dann hier natürlich noch ausbauen. Ihr könnt hier einen Zauberraum nebenan bauen oder, so wie ich das jetzt so vorhabe, einen kleinen Lagerbereich. Ihr könnt einen Schlafbereich noch mit aufbauen. So ganz nach euren Vorstellungen. Ja, meine Freunde, ich hoffe, euch hat das Video heute gefallen. Wenn ja, dann zeigt es mir doch bitte mit einem Daumen nach oben. Wenn ihr neu auf meinem Kanal seid, abonniert mich kostenlos, verpasst keines meiner Videos mehr. Und gerne schreibt mir was Nettes in die Kommentare, darüber freue ich mich immer. Ich hoffe, wir sehen uns auch beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, macht's gut, haltet die Ohren steif und ciao, ciao.